Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir die Pyramide repariert, haben hier am Boden so ein bisschen gewerkt. Ich dachte schon, was steht da? Haben am Boden ein bisschen... Jetzt komme ich hier nicht hoch, verdammt. So, haben hier am Boden ein bisschen gewerkelt, sodass wir den hier ein bisschen weiter zugemacht haben. Wir sind immer noch nicht richtig fertig, wir haben immer noch so viel zu tun. Aber da fehlt uns noch Sandstein. Es fehlt überall irgendwas. Überall sind wir einfach nur unfertig. Wie immer. Aber es muss hier ja auch in Minecraft so sein. Sonst wäre schließlich nicht euer Minecraft-Let's Play. Ne? So. Einmal ganz kurz gucken. Einmal kurz gucken, was machen wir? Ist ja noch ein bisschen hin, bis wir dann an Neumoria werkeln werden. Wie gesagt, ihr könnt euch immer noch bewerben, wenn ihr Interesse habt, an Neumoria mitzuwerkeln. Link in der Videobeschreibung. Und ja, da gucken wir mal, dass da sich so ein, zwei Leute melden und dann vielleicht auch eventuell dran aushelfen. Also ich erwarte nicht, dass da, keine Ahnung, gefühlte 20 Leute dran mitwerkeln. Wenn das so ist, dann ist es so. Aber ich gehe nicht davon aus. Ja, und von daher, mal schauen, was daraus wird. Erstmal jetzt auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Hier haben wir noch 100.000 genug andere Baustellen, nicht wahr? Wie zum Beispiel den Keks oben bei McCookie, der immer noch sehr unfertig ist. Wir haben so viel. Ich mache mir ja immer noch Gedanken, wo bauen wir den Zoo hin? Wo bauen wir die Parkanlage hin? Wann kümmern wir uns endlich um den Dschungel, dass da abgeholzt wird, dass dort Fabriken entstehen, die einfach die Welt zupesten mit irgendeiner grünen Gülle, die mich... Das will ich eigentlich größtenteils halt hinbauen, weil es hat für mich halt so gedanklich halt eine kleine Anekdote an Day of the Tentacle. Ne, der eine oder andere mag das Spiel vielleicht kennen, wo gerade schon in der Intro-Sequenz halt da irgend so ein Haushalt rumsteht, so mitten am Fluss, und pumpt da erstmal irgendeine grüne, giftige, radioaktive Gülle mitten in so einem Fluss, weißt du, alles so vor, so Friede, Freude, Eierkuchen, ne, hier zwitschert ein Vögel, da sind die Blumen alle ganz toll. Und dann schwenkt halt die Kamera so rüber und dann hast du da die Gülle, die da einfach nur rausgedingst wird und die Blumen verwelken, die Vögel hören auf zu zwitschern und ähnliches. Da ist eigentlich so mit einer der Hauptgründe, warum ich das da hinhaben will, ne? Weil Day of the Tentacle ist eins der wenigen Point-and-Click-Adventure, die ich halt früher wirklich viel gespielt habe. Also, was heißt wirklich viel? Ich habe es wirklich gern gespielt. Und ist für mich so eine kleine Anlehnung an das Spiel, könnte man fast sagen. Und deswegen, ach weißt du, holen wir uns eine Axt. Fangen wir an mit dem Dschungel abholzen. Ne? Hier haben wir sonst nichts zu tun. Und währenddessen kann ich hier auch noch mal ein bisschen was ablegen. Das ist jetzt natürlich doof, dass ich jetzt hier den Sandstein ablege, aber nun gut. Ist dann halt so. Was ist da? Da hätten wir so noch ein bisschen Sandstein. Wir nehmen mit Axt. Ich brauche eine Axt. Bin zwar kein Ork, aber ich brauche dennoch eine Axt. Mir ist da hinten irgendwie so dunkel. Ich habe irgendwie, bevor ich noch was sage, früher oder später irgendwas spawnen. Am besten Feueroger. Wo haben wir es denn? Wo ist meine Axt? Wahrscheinlich wieder irgendwo anders. Na egal, machen wir uns eine neue. Zack, zack, zack. Und dann brauche ich Sticks. Wo haben wir denn Sticks? Im Moment alles so wirrwarr, weil hier auch immer noch alles am Umräumen ist. Weißt du, es ist wie, als wenn du die Wohnung einfach umstellst. Während du es umstellst, ist halt totales Chaos, du findest nichts mehr oder am Umziehen bist oder sowas. Wobei, ganz so schlimm wie beim Umzug ist es ja hier nicht. Und es hat aber irgendwie dann dennoch eben so ein leichtes Umzugsgefühl, könnte man sagen. Ich habe schon wieder keine Schere hier vor Ort. Ist doch schlimm. Nehmen wir halt hier eine. So. Zack, zack, zack. Habe ich hier noch Bretter? Nehmen wir uns welche hiervon. Ne, mit den Brettern freue ich mir dann Keks.
Ich weiß, es gehört hier nicht rein, aber dann ist es erstmal da drin. Dann holen wir uns ein bisschen Wolle mal wieder. Und haben da auf jeden Fall ein Bett, dass wir dann halt wieder im Dschungel, am besten in unserer kleinen Höhle dort, hinsetzen können und uns einen Keks freuen können. Irgendwas wollte ich noch eben noch sagen. Ich habe schon wieder vergessen. Schlimm. Fast so, als hätte ich Alzheimer. Und ich will nicht wissen, wie es ist mit Alzheimer. Echt nicht. Also, eine der wenigen Krankheiten, wo ich dann sage, ja, nee, muss ich nicht haben. Ne? Einige andere Krankheiten sind mir ziemlich egal. Aber, nur gut. Ne? Jedenfalls, ach ja, genau. Ne? Wenn du deine Wohnung am Umstellen bist. Ne? Du hast auch dort immer totales Chaos. Ja, weiß dann manchmal nicht, wo ist jetzt was, wo ist jetzt das, was ich eigentlich dahin haben wollte und ähnliches. So ein bisschen ist es hier unten im Lager und ist ein bisschen chaotisch im Moment. Aber naja, so ist das halt. So. Dann gehen wir einmal ganz kurz in den Dschungel. Werden dort so ein bisschen im Dschungel abholzen. Ich habe gesagt, das machen wir. Und jetzt machen wir das auch. Und dann mal gucken. Und hier haben wir irgendwie eine kleine Kobold-Invasion, habe ich so das Gefühl. Ich weiß noch nicht so ganz, womit das zusammenhängt. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber nun gut. Abwarten. Kakao trinken. So. Dann gucken wir mal. Ja, der Dschungel ist ja eigentlich hier um die Ecke. Hier den ganzen Fichtenholz müssen wir eigentlich auch abholzen. Wir müssen so viel abholzen. Und noch mehr. Manche würden jetzt natürlich sagen, warum machst du das? Warum holst du den Wald hier ab? Wir werden wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe auch anfangen, den Zoo zu bauen. Oh. Da hinten ist ein Meteorit runtergekommen. Ich glaube, so ein bisschen Dschungel würde ich halt dennoch lassen. Ich würde nicht den Dschungel komplett niederreißen. Aber halt schon wirklich einiges. Ich glaube, diesen Berg werde ich größtenteils da stehen lassen. Einfach allein schon aus nostalgischen Gründen. Oder? Es gab ja sowieso vor Urzeiten schon wesentlich mehr Tropenbäume, die wir schon abgeholzt haben. Ne, hier, der ist noch einigermaßen frisch. Und meine Güte, ist das ein großer Meteorit, der hier runtergekommen ist. Heilige Scheiße. Und da war so ein großer Meteorit. Wow. Ist ja gut. Meine Güte. Darf man hier nicht mal hier Meteoriten berühren? Wenn so ein großer Meteorit mal bei uns irgendwo zu Hause runterkommt. Na dann, Halleluja. Gut. Und irgendwie haben wir hier extreme Frame-Anbrüche beim Meteoriten selbst. Wahrscheinlich, weil jeder Meteorit einzeln berechnet wird, ist er denn jetzt hier gerade noch am Brennen oder nicht. Mich wundert, dass hier keine Dinge spawnen, keine Flammenelementare. Irgendwo hier... Wir hatten doch mal unser kleines Bergbrüdelein bei irgendeinem See hier. Ne, hier, man sieht es halt auch anhand der Lianen und sowas. Hier. Hier ist unser kleiner Kapuff. Ach, siehst du, wir haben sogar ein Bett hier. Ist ja formidabel. Man kann von hier aus bis da hinten hingucken. Und da wohnen wir irgendwo. Ich glaube, ich würde echt hier so ein bisschen so um diesen Berg herum wirklich halt noch Dschungel lassen. Naja, mal schauen. Das wird schon. Irgendwie. Wir holzen jetzt erstmal fröhlich drauf los. In Hoffnung, das klappt alles so, wie ich es mir vorstelle. Was ja auch immer so eine Sache ist. Aber mal gucken. Komm Zeit, komm Rat, es wird auch plötzlich, weißt du, eben noch so einigermaßen, ja, wir haben noch eine gefühlte halbe Stunde Zeit und jetzt, ne, zack, wumms, wird es dunkel.
Furchtbar. Aber naja, was willst du machen? Ist halt so. Gegen die Zeit kannst du nicht ankämpfen. Auch wenn jetzt hier vor kurzem Back to the Future Day war, sozusagen. Ne, der legendäre, auf den alle gewartet haben und wir haben immer noch kein Hoverboard. Aber, naja. Damals hat man noch so gedacht, als Zurück in die Zukunft rauskam, ja, das könnte eventuell realistisch sein oder man hat es sich halt nicht so richtig vorstellen können, wie es tatsächlich wirklich halt 2015 am 21. Oktober wirklich aussieht, was natürlich auch schwer vorstellbar ist. Weil wann kam Zurück in die Zukunft raus? 70er, 80er? Ne, und da halt zu prophezeien, wie es in 30 Jahren aussieht, ist halt schon schwierig. Aber ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass die Welt wirklich so aussieht, wie sie halt heute ist. Und an sowas wie Tablets oder ähnliches hat bestimmt keine Sau vor 30 Jahren gedacht. Ist halt schon so eine Sache, halt wie manche Menschen es sich halt vorstellen. Wie generell vieles halt ist, irgendwann mal. Ne, so wie wir uns halt manchmal vorstellen, keine Ahnung, wie es wohl im Jahr 3000 aussieht. Früher haben sich die Menschen halt vorgestellt, wie sieht es im Jahr 2000 aus? Und stellen dann halt jetzt im Jahre 2000 fest, oh Mann, das sieht ja immer noch scheiße aus. Ne, aber nun gut. Das ist halt, keine Ahnung, die Vorstellungskraft der Menschen ist halt schwer zu beschreiben und schwer vorstellbar, weil halt alles so, ich weiß auch nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie genau die Welt halt jetzt irgendwie in von hier aus gesehen in 30 Jahren aussehen könnte. Ja, allein halt aus dem Aspekt, früher haben halt vielleicht die Menschen teilweise auch gedacht, ja, dann gehen wir alle mit schwebenden Autos durch die Gegend, also vor allem wir gehen mit den Autos durch die Gegend, nein, oder halt, wir werden einfach nur noch transportiert über Rolltreppen, also nur noch, ne, oder können uns vielleicht beamen oder ähnliches und das halt wirklich halt bis zu den heutigen Tagen oder ähnliches. Ja, lass es ruhig 2015 sein und keine Ahnung, ich glaube Zurück in die Zukunft hatten wir dann, gab es im Film dann Hologramme und ähnliches und was haben wir davon bis heute? Nicht wirklich so viel. Ne, man arbeitet dran, aber halt so wirklich was Handfestes erreicht hat man nicht. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht auch damit zusammenhängt, dass vielleicht die Menschen hin und wieder faul sind und halt nicht die richtigen Ansätze in der Forschung dann haben. Oder. Ich hab keine Ahnung. Ne? So wie ja auch physikalisch halt immer überlegt wird, wie könnte man die Beamtechnik aus Star Trek halt irgendwie umsetzen, um das zu realisieren. Na, auch wenn es physikalisch einfach nicht möglich ist. Na, aber man versucht es, den Gedankengang doch irgendwie halt zu verfeinern und dann doch die Rätsellösungen zu finden oder ich weiß auch nicht was. Ne? Und all sowas. Menschen sind da ja dann doch irgendwie, ich weiß nicht erfinderisch, obwohl ja teilweise schon, aber halt, sie sind sehr wissbegierig. Wie stellt ihr euch denn die Welt, sagen wir, in 30, 40 Jahren vor? Vielleicht könnt ihr euch das ja vorstellen. Ich kann's nicht. Ohne Scheiß. Ich kann's nicht. Entweder mir fehlt das Vorstellungsvermögen dafür oder aber ich bin zu unkreativ. Für sowas wie Beam-Technologie haben wäre zwar schön, aber realistisch unwahrscheinlich. Hoverboards vielleicht. Aber ich weiß auch nicht. Vielleicht haben wir dann Tablets, die noch dünner sind. Oder vielleicht werden dann tatsächlich schon Menschen ersetzt, einfach durch Roboter. Sozusagen halt wie Androiden. Vielleicht werden wir auch Haustiere haben, die wir nicht füttern müssen, weil die Roboter das einfach nicht brauchen. Na, quasi du hast eine Katze, die einfach ist mechanisch,